Schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zum heutigen Webinar ARKIS Pro – Imagery in Wert setzen. Mein Name ist Balder Höfels. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und ich freue mich, unseren Referenten Ralf Schifferling begrüßen zu dürfen. Es geht heute, wie der Titel verrät, um das Thema Imagery. Das Webinar ist Teil einer Serie, wie Sie sicher auch schon wissen, heute schon der fünfte Teil. Es folgen noch kommende Woche ARKIS Pro fortgeschrittene Analysen und den Abschluss macht dann in 2 Wochen ARKIS Pro Erweiterungen und Automatisierung. Warum machen wir das Ganze? Bisher habe ich die Analogie zwischen dem Golf 3 und dem ID3 von VW gewählt. Passend heute zum Webinar habe ich mal eine andere Bildwelt gewählt. Die Nikon D1 Profikamera von 1999 war eine super Kamera, macht immer noch super Bilder. Aber vergleicht man das mit dem aktuellen Modell der D5, dann sieht man, da hat sich mehr als ein Quantensprung getan. Die Auflösung hat sich fast verdoppelt und ja, 1999 war von 4K und Full HD noch nicht mal die Rede. So ähnlich ist das, Sie wissen es, mit ArcMap und ArcGIS Pro. ArcGIS Pro ist 64-Bit WebGIS. Und das ist ArcMap nicht. ArcMap wird noch weiter funktionieren, aber eben auch nur noch bis 2026 supported. Dementsprechend wäre es jetzt Zeit, sich intensiver mit ArcGIS Pro auseinanderzusetzen. Und damit kommen wir zum heutigen Thema. WebGIS 64K, das ist wirklich, 64-Bit, sorry, das ist wirklich die Grundvoraussetzung, um auch Imagery in Wert zu setzen, und damit übergebe ich an Ralf Schifferling. Ralf. Ja, vielen Dank, Baldur. Warum machen wir ein Webinar zum Thema Imagery? Nun, zum einen ist es so, dass Esri eine ganze Menge an Entwicklungsarbeit in dieses Thema hineinsteckt und wir natürlich von dieser Technologie auch erzählen wollen. Aber warum steckt Esri Inc. so viel Aufwand in diesen Bereich hinein? Nun, das liegt einfach daran, dass Luftbild und Satellitenbild oder vielleicht auch Drohnenbilddaten ein ganz wesentlicher Bestandteil eines Geodatenportfolios sind. Mit Geodaten fängt jedes GIS-Projekt an und je besser und tagesaktueller diese Daten sind, desto mehr hat man davon, desto näher ist man an dem, was man eigentlich erkunden möchte. Und Satellitenbilddaten zum Beispiel, und das werden wir dann auch gleich nochmal genauer sehen, zeigen einfach bestimmte Situationen klarer, erlauben Einsichten in Landschaften, die mit dem bloßen Auge oder vom Boden aus nicht möglich sind. Deswegen macht es Sinn, Fernerkundungsaspekte mit in ein GIS-System hineinzunehmen. Wir unterscheiden eigentlich bei dieser Technologie 4 bis 5 verschiedene Arbeitsschwerpunkte. Zunächst geht es darum, wo bekomme ich überhaupt Bilddaten her? Auch hier bietet Esri den Kunden einiges an. Dann geht es natürlich darum, wie bereite ich vielleicht eigene Daten auf, dass sie wirklich an der richtigen Stelle liegen, dass sie orthorektifiziert sind, dass ich wirklich in diesen Bildern messen kann und sie mit anderen Geodaten überlagern kann. Dann müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie verwalte ich Bilddatensammlungen. Wenn ich in einem ganzen Bundesland arbeite, dann brauche ich ein Tool, was es mir ermöglicht, diese ganzen Bilddatensätze möglichst gut zu verwalten. Ja, und dann interessieren mich natürlich die Aspekte, wie ich Informationen aus diesen Bilddaten herausbekomme, wie ich sie auswerte. Welche Tools bietet ArcGIS dort? Und ArcGIS Pro, und das darf ich schon mal vorwegnehmen, das werden wir auch gleich sehen, hat da eine ganze Menge an Funktionalität in der Software drin, die es wirklich leichter macht, mit diesem Bildmaterial zu arbeiten, leichter als wie es in ArcMap möglich war. Viele Funktionalitäten waren in ArcMap auch schon vorhanden, aber ArcGIS Pro macht sie leichter zugänglich. Am Schluss möchte ich noch mal ganz kurz etwas zu der Image Analyst Extension erzählen, also einer konkreten Erweiterung für ArcGIS Pro, um mit Bilddaten konkret arbeiten zu können. Jetzt möchte ich gerne einige Dinge praxisnah direkt in der Software zeigen.
So beende ich jetzt mal mein Video, damit wir ein bisschen mehr Platz auf dem Bildschirm für die Demonstration haben. Sie sehen also jetzt ArcGIS Pro, in der Mitte das Kartenfenster, hier links das Inhaltsverzeichnis, rechts den Katalog, hier oben die Menüs mit den verschiedenen Tools, die kontextbasiert funktionieren. Das heißt, wenn ich hier im Inhaltsverzeichnis einen Layer anklicke, bekomme ich hier oben ein Kontextmenü, das also nur aufscheint, wenn ich hier in diesem Inhaltsverzeichnis damit arbeiten möchte. Und dieses Kontextmenü bietet mir dann wieder konkrete Werkzeuge an, die jetzt nur konkret für diesen Layer interessant sind. Was wir hier konkret sehen in diesem Kartenfenster ist die Hintergrundkarte von Esri, die World Imagery Base Map oder auf Deutsch einfach nur Bilddatengrundkarte. In dieser Form jetzt hier in einer hybriden Version, das heißt, ich habe hier sowohl Bildmaterial als wir auch zusätzliche Geoinformationen, um mir die Lokalisierung der einzelnen Objekte zu erleichtern vor mir. Und diese World Imagery Base Map kann ich auch einfach abfragen und bekomme dann Informationen dazu, was sie denn eigentlich für Auflösungen zum Beispiel bietet, wo sie herkommt. Das ist alles hier in diesem Pop-up versteckt. Sie ist also vom Sommer letzten Jahres, also relativ aktuell. An dieser Stelle wird gefüttert von Geoportal Berlin. Also hier werden die Daten, die dort offen bereitgestellt werden, eingepflegt in diesen Service, der letztendlich ist, diese Karte. Und die Auflösung liegt bei 20 Zentimetern. Das sind so die Informationen, die ich dazu bekomme. Nun kann es aber sein, dass diese Informationen mir jetzt hier für mein Projekt nicht ausreicht. Vielleicht möchte ich auch gerne in der Zeit etwas zurückgehen, eine etwas ältere Version dieser Hintergrundkarte haben, weil mein Projekt eben entsprechende Fragestellungen aufwirft. Schauen wir uns dazu hier konkret in Berlin Mitte. Hier oben ist der Alexanderplatz. Hier der Funkturm, hier oben der Spree, die Spree mit der Museumsinsel. Und schauen wir uns konkret hier dieses Schloss an, das neu erbaute Berliner Schloss. Wenn ich jetzt hier mehr über diese Base Map erfahren möchte, kann ich in den Living Atlas gehen. Das ist eine Internetseite von Esri, die die einzelnen Elemente dieses Atlases eben verfasst und genauer beschreibt. Und da kann ich zum Beispiel auch mich über diese World Imagery Base Map interessieren, beziehungsweise über das Wayback-Programm von Esri. In diesem Wayback-Programm werden alle verschiedensten älteren Versionen der World Imagery Base Map versammelt und es wird eine App zur Verfügung gestellt, also eine Webanwendung, mit der ich mich über diese verschiedenen Zeitstände dann auch informieren kann. Ich starte das mal ganz kurz und gehe auch hier nach Berlin Mitte. Und sehe jetzt hier erstmal genau dasselbe Bild wie in ArcGIS Pro auch. Aber ich sehe jetzt hier links die verschiedenen Zeitstände dieser World Imagery Base Map. Da sehe ich fettgedruckte und weniger fettgedruckte. Und wenn ich jetzt hier diesen Haken setze, dann werden diese fettgedruckten Varianten zusammengezogen und nur diese Varianten sind jetzt hier für meinen Bildausschnitt relevant. Da kann ich also relativ weit zurückgehen und ich bekomme das hier in so einem Vorschaufenster auch angezeigt, wie weit ich da zurückgehen kann. Ich gehe nochmal konkret auf dieses Berliner Schloss, damit wir es besser sehen können. Hier, wie die verschiedenen Bauzustände waren in der Vergangenheit. Das reicht bis 2014 hier zurück, als erste Bodenbewegungen vorgenommen wurden. Nun, wie bekomme ich jetzt diese Variante, wenn ich sie zum Beispiel für mein Projekt bräuchte, in mein ArcGIS Pro Projekt? Da kann ich ja einfach mehr über dieses Element erfahren und werde dann auf ArcGIS Online geleitet, in der diese Beschreibung konkret vorliegt und kann von hier aus direkt sehr bequem dieses Element in ArcGIS Pro öffnen. Alternativ könnte ich auch von diesem Link hier Gebrauch machen, um über den diesen Inhalt in ArcGIS Pro einzufügen. Dann habe ich eben diesen Layer hier vor mir und kann ihn direkt einblenden, um ihn dann für mein Projekt nutzen zu können. Nun, das ist jetzt ein Beispiel von einer Hintergrundkarte. Mit dieser Karte kann ich eigentlich nicht wirklich weiterarbeiten. Ich kann sie aber für Visualisierungszwecke oder als Vorlage für Editierungen verwenden. Sehen wir uns weitere Beispiele an.
Hier haben wir den Fall, dass wir eigene Daten bekommen haben. Das ist ein Luftbildmosaik von der Stadt Amberg, ein möglicherweise schon bekannter Datensatz, weil er eben auch, weil Esri schon sehr lange mit diesem Beispieldatensatz Dinge zeigt, aber nichtsdestotrotz auch ein sehr schöner Datensatz, weil er die Möglichkeiten der Bildverwaltung sehr schön erklärt. Wir haben hier nämlich nicht ein Einzelbild vor uns, sondern wir haben verschiedene Kacheln, die zusammengefügt werden. Das heißt, wenn ich also jetzt nicht von einem Service von Esri Gebrauch machen kann, weil ich selbst Bilddaten habe, die dem Projekt, der Projektfragestellung am nächsten komme, dann kann ich über dieses Mosaik-Dataset mir diese Bilddaten verwalten. Das geht in so einem kleinen Maßstab genauso wie in ganz großen Maßstäben. Ganze Länder, ja die ganze Welt lässt sich eigentlich mit so einem Mosaik-Dataset verwalten. Esri tut das zum Beispiel mit dem Landsat oder Sentinel-2-Service, von denen wir auch gleich nochmal hören werden. Nun, was ist der Vorteil von so einem Mosaik-Dataset? Und das ist eigentlich sehr schön in ArcGIS-Pro, weil ich jetzt hier in ArcGIS-Pro die Möglichkeiten, die ich mit diesem Mosaik-Dataset habe, direkt angeboten bekomme. Wieder über dieses Kontextmenü bekomme ich jetzt hier direkt zum Beispiel einen Raster-Element-Explorer angeboten, der mir die Erkundung der einzelnen Bilder erlaubt. Hier habe ich auch zum Beispiel die Möglichkeit, ein Preview von den einzelnen Bildern, die jetzt hier verfasst sind in diesem Mosaik-Dataset mir zu geben. Also das sind die Einzelbilder, die ich habe. Ich kann aber auch hier über die verschiedensten Metadaten, die hier hinterlegt sind, mir bestimmte Bilder auswählen und die dann zum Beispiel auch selektieren. Das heißt, hier sieht man jetzt eigentlich sehr deutlich an dieser Auswahlbox, dass dieses Mosaik-Dataset aus verschiedenen Bildkacheln, die sich sehr, sehr stark überlappen, hier auch zumindest im Zentrum besteht. Ich kann auch die Sortierung beeinflussen. Das heißt, wenn ich jetzt, da dieses Bild eben aus mehreren Daten besteht, habe ich eben auch manche Objekte von verschiedenen Sichtweisen in diesem Bildkatalog sozusagen vorhanden. Und das kann ich eben auch auflösen, ganz dynamisch. Ich kann beispielsweise hier nach dem Betrachtungspunkt gehen und wenn wir uns diese Kirche hier anschauen, die hier im Nadir steht, wenn wir die aus einem anderen Betrachtungswinkel anschauen wollen, dann sehen wir, dass das möglich ist. Und jetzt wird eben ein Bild, was zuvor unter dem anderen Bild lag, nach oben gestellt, damit ich eben hier diese Sicht auf die Kirche auch analysieren kann. Ich kann hier auch von Werkzeugen Gebrauch machen, die dann wieder die Bilder aus diesem Mosaik-Dataset herauslösen, um sie dann unkonkret mit Einzelbildern weiterarbeiten zu wollen, wenn es denn sein muss. Notwendig ist es meistens nicht, weil dieses Mosaik-Dataset sich ganz genauso wie ein Einzelbild auch eignet, um Analysen durchführen zu können. Oft ist es so, dass meine eigenen Bilddaten nicht nicht exakt lokalisiert sind. Das heißt, ich muss sie nochmal korrigieren. Ich muss beispielsweise Luftbilder orthorektifizieren. Ich muss Satellitenbilddaten in ihrer Lage korrigieren, damit ich sie eben mit anderen Geodaten überlagern kann. Ich möchte vielleicht aber auch andere Dinge tun in diesem Umfeld der Orthorektifizierung, möchte vielleicht zum Beispiel auch Geländedaten ableiten aus meinem überlappenden Bildmaterial. Und dafür hat ArcGIS-Pro den sogenannten Orthomapping Workspace eingeführt. Diesen Orthomapping Workspace gibt es nur in ArcGIS-Pro. In ArcMap gab es einige Tools dafür auch, aber eben nicht in einem solchen Workspace, der sich sehr gut eignet, um alle Dinge zusammen zu haben, alle Werkzeuge zu haben und sogar eine Art assistenzgeführten Workflow vor sich zu haben, der einem es wirklich erleichtert, mit diesen Automapping-Werkzeugen umzugehen. Man erstellt den einfach über das Bilddatenmenü und legt dann hier über diese Schaltfläche einen neuen Workspace an
und kann sich hier dann für den Typ des Bildmaterials entscheiden. Also je nachdem, ob man Drohnenbilddaten, Satellitenbildaufnahmen oder digitale oder gescannte Luftbilder verarbeiten möchte, stellt man das eben hier ein und wird dann weiter geleitet im Workflow, bis man dann hier in diesem Kartenfenster landet. Das ist auch ein spezielles Automapping-Kartenfenster, wie man hier an dem Icon auch sehen kann. Und ich habe jetzt einfach mal meinen Datensatz von gerade eben hier hineingeladen, der eigentlich schon richtig orientiert ist. Also hier ist eine Orthorektifizierung nicht mehr nötig. Ich führe trotzdem nochmal einen Bündelblockausgleich hier durch und bekomme entsprechend Verknüpfungspunkte, die die Software selbstständig sammelt. Über diese Verknüpfungspunkte wird also wirklich ein stabiler Bildverbund zwischen den einzelnen Bestandteilen des Mosaic-Datasets nochmal hergestellt. Und wenn ich diesen Bildverbund habe, kann ich eben meine Ortho-Produkte ableiten. Das kann Ortho-Mosaike sein, in diesem Fall aber eigentlich nicht mehr nötig. Aber das können eben auch Geländemodelle sein. Vorausgesetzt, ich habe jetzt hier eben überlappende Bereiche, die die Objekte auf der Erde aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen haben. Und wie wir das jetzt hier vorhin an der Kirche gesehen haben, ist das bei diesem Bilddatensatz der Fall. Und so war es eben möglich, hier aus diesem Datensatz ein Geländemodell abzuleiten, das freilich nur hier in dem zentralen Bereich produziert werden konnte, weil in den Außenbereichen einfach die Überlappung nicht mehr ausreichend gut gegeben war. Und Sie sehen, das Ergebnis sieht durchaus so aus, als ob man es gebrauchen könnte. Man sieht hier sehr schön diesen Talraum, die Gräben um den Altstadtring und auch die einzelnen höheren Gebäude können hier bei diesem Oberflächenmodell sehr schön erkannt werden. Auch das Relief, der Anstieg hier zum Wald hoch im Nordosten. Schauen wir uns die Möglichkeiten an, die es in der Bildauswertung gibt. Auch hier ist ArcGIS Pro deutlich im Vorteil gegenüber ArcMap. Wir haben beispielsweise im Bilddatenmenü hier die Möglichkeit, Bildklassifikationen durchzuführen. Und Sie sehen, bei den Werkzeugen, die es hier gibt, gibt es verschiedene Werkzeuge und Anwender, die sich jetzt hier in diesem Bereich weniger gut auskennen, sind dann oft überfordert und wissen nicht, mit welchem von diesen Werkzeugen sie zuerst loslegen müssen, um zu einem klassifizierten Bild zu kommen. Dafür hat Esri in ArcGIS Pro eben diesen Klassifizierungsassistenten eingeführt, der einfach genau wie vorhin bei diesem Automapping-Beispiel damit beginnt, den Nutzer an die Hand zu nehmen und verschiedene Methoden vorschlägt, wie man jetzt hier Bilder klassifizieren kann, ob überwacht oder unüberwacht. Hier wird dann auch erklärt, was unter dieser Methode zu verstehen ist. Der Klassifizierungstyp lässt sich hier festlegen, Pixel oder eben objektbasiert, also ob eben auf dem einzelnen Bildpixel gearbeitet werden soll oder ob auf Objekten basiert gearbeitet werden soll. Entsprechend dieser Auswahl werden dann manche von diesen weiteren Punkten mit hineingenommen in den Workflow oder möglicherweise auch, wie man es jetzt hier gerade gesehen hat, weggelassen, weil hier eben eine Segmentierung für den pixelbasierten Ansatz einfach nicht nötig ist, wird dann dieser Schritt einfach übersprungen. Also dieser Bildklassifizierungsansatz macht es wirklich sehr, sehr leicht, mit diesen Bildern zu arbeiten. Die Möglichkeiten der Bildanalyse sind aber ja auch außerhalb einer Klassifikation durchaus vielfältig möglich. Dafür verfolgt Esri das Konzept der Rasterfunktionen. Diese Rasterfunktionen lassen sich hier ebenfalls über das Bilddatenmenü finden oder auch über dem Analysemenü kann man diese Rasterfunktionen aufrufen und es sind so viele, dass sie alle in verschiedenen Kategorien eingeteilt, sortiert werden mussten, weil sie sonst nicht mehr darstellbar waren. Und wir haben beispielsweise hier Analysewerkzeuge für die Bildung eines Vegetationsindexes. Es gibt auch einige Rasterfunktionen, die nur auf ganz bestimmten Bildtypen arbeiten. Da muss man dann sich schon ein bisschen auskennen und die Dokumentation lesen, welche Rasterfunktionen für meinen jeweiligen Bilddatensatz auch wirklich sinnvoll sind.
Nehmen wir hier ein einfaches Beispiel. Das ist ein Orthofoto aus dem offenen Geoportal des Landes Thüringen. Das zeigt die Stadt Weimar, hier der Ilmpark, hier die Altstadt von Weimar. Und dieses Bild hat die besondere Eigenschaft, dass es vier Bänder vorhält. Das heißt, ich habe jetzt hier nicht nur die Echtfarbendarstellung, sondern ich habe auch die Möglichkeit, einen Infrarotkanal mit in die Visualisierung hineinzubringen. Und dieser Unterschied zwischen dem roten und dem infraroten Bereich, der ist eigentlich sehr, sehr gut geeignet, um da Vegetationsvitalitäten erkennen zu können. Weil Vegetation im roten Bereich einfach sehr, sehr wenig reflektiert, vitale Vegetation im infraroten Bereich aber sehr, sehr stark. Und diese Differenz, dieser große Unterschied, der lässt sich eben sehr, sehr gut für Analysen verwenden. Da kann ich also jetzt hier einfach so eine Rasterfunktion verwenden, also so einen Vegetationsindex bilden. Da muss ich eben jetzt hier mein Bild angeben und dann die beiden Bänder nehmen, die das rote und das infrarote Spektralbereich eben darstellen. Und dann wird hier ein neuer Layer erstellt. Und dieser Layer wird sehr, sehr schnell erstellt. Das heißt, ich bekomme diese Ergebnisse direkt in der Software angezeigt und kann sofort weiterarbeiten. Im Moment hängt die Software allerdings an dieser Stelle. Jetzt kommt das Ergebnis. Es hat jetzt doch einen kleinen Moment länger gedauert als normalerweise. Aber Sie sehen, es wird jetzt hier nicht eine Bilddatei auf meine Festplatte geschrieben, sonst wäre dieser Prozess sehr, sehr viel langwieriger, sondern es wird on the fly sozusagen versucht, dieses Ergebnis möglichst schnell zu visualisieren, damit man eben einen Eindruck auch von dem bekommt, was man hier eigentlich nutzen vielleicht auch kann. Diese Einfärbung ist vielleicht ein bisschen schwierig jetzt zu interpretieren. Das ist eine Standardeinfärbung im Falle dieser Rasterfunktion. Die roten, gelben und orangen Bereiche zeugen für eine hohe Vegetationsvitalität. Auch die grün-gelblichen Bereiche könnte man noch dazu nehmen. Aber alle blauen Bereiche oder hellblauen Bereiche sind sehr, sehr niedrige Werte, die, auf denen man keine Vegetationsvitalität erwarten kann. Nun, bei diesen Rasterfunktionen kann man noch weitergehen. Man kann Rasterfunktionen koppeln zu sogenannten Rasterfunktionsketten. Das heißt, es wird jetzt ein NDVI zum Beispiel Funktion verwendet und diese NDVI-Funktion wird dann mit einer weiteren Funktion gekoppelt, die beispielsweise dann ein Remapping ermöglicht. Das heißt, ich ziehe jetzt hier nur diesen Bereich aus diesem NDVI-Raster heraus, der meiner Meinung nach für bestimmte Vegetationsvitalitäten steht. Lassen Sie sich nicht irritieren von diesem Sportplatz hier. Der scheint offensichtlich nicht ein Naturrasenplatz zu sein, sondern eher ein Asche- oder ein Kunstrasenplatz. Deswegen wird er hier nicht mit in diese Maske hinzugenommen. Wie sieht diese Rasterfunktionskette nun aus? Man kann sich die auch im Nachgang nochmal anschauen. Also das sind diese Rasterfunktionen zur NDVI-Bildung, zu diesem Remapping bzw. auf Deutsch Neuzuordnung und dann wird hier am Schluss nochmal ein Filter drüber gelegt, damit das Ganze ein wenig geglättet ist, das Ergebnis. Das wäre ein Beispiel von so einer Funktionskette, die sich dann auch auf andere Bilddaten anwenden lässt. Mit diesen Rasterfunktionen konnte man in ArcMap auch arbeiten, aber gerade so ein Funktionseditor hat gefehlt und auch die Möglichkeiten der Rasterfunktionen waren dann doch eher fortgeschritteneren Anwendern vorbehalten. Es gab keine so schöne Visualisierung über diesen Rasterfunktionsbereich. Und deswegen auch etwas unkomfortabler damit zu arbeiten in ArcMap. Nun, was in ArcGIS Pro komplett neu ist und was es in ArcMap nicht gibt und auch nicht mehr geben wird, ist die Image Analyst Extension. Die Image Analyst Extension ist nicht grundsätzlich notwendig, um mit Bilddaten zu arbeiten. Also alles, was ich Ihnen bisher gezeigt habe, können Sie auch ohne Image Analyst Extension machen.
Es kommen aber trotzdem mit der Extension neue Rasterfunktionen hinzu für speziellere Anwendungsbereiche. Wir können mit Videodateien arbeiten, die Geoinformationen beinhalten. Wir können von der Bildklassifikationsmethoden Gebrauch machen. Wir haben im Bereich Stereo-Mapping die Möglichkeit, Stereo-Bildpaare stereoskopisch darstellen und auswerten zu lassen. Wir können mit multidimensionalen, also sogenannten Net-CDF-Dateien arbeiten und die hier sehr weitgehend auch analysieren. Wir haben einen Pixel-Editor, der es erlaubt, auf einzelnen Bildern zum Beispiel Bereiche auszupixeln, also weich zu zeichnen, unsichtbar zu machen oder auch Bereiche auszuschneiden. Und wir haben einen Bereich hier mit dieser Extension, der sehr, sehr interessant ist und immer weiter ausgebaut wird bei Esri. Das ist der Bereich des Deep Learnings. Und zu diesem Bereich möchte ich Ihnen gerne noch mal ein Beispiel zeigen. Dazu haben wir wieder im Living Atlas interessante Ressourcen, die übrigens erst seit letzter Woche existieren. Gehen wir also noch mal ganz kurz in den Living Atlas. Und hier suche ich nach Deep Learning Packages. Ich nehme jetzt der Einfachheit halber mal gleich die Abkürzung dafür. Das sind vorgefertigte, vortrainierte Deep Learning Modelle, die ich in ArcGIS Pro verwenden kann. Da gibt es derzeit eben drei Stück. Einer zur Extraktion von Hausumringen aus höchstauflösenden Satellitenbilddaten, einer zur Ausarbeitung von Baumstrukturen aus Punktwolken und dann noch einer, der sich mit der Klassifikation von Landsatdaten beschäftigt. Das heißt, hier wird eine Landnutzungsklassifikation vorgenommen, aber auf Basis von Deep Learning Methoden. Dieser Living Atlas stellt auch hier genauere Beschreibungen dieser Packages vor. Es wird auch erklärt, auf welchem Modell das konkret fußt. Und dieses Package kann ich herunterladen. Ich kann es auch über meinen Katalog nutzen. In meinem Katalog habe ich nämlich über den Reiter Portal hier auch Zugriff auf diesen sogenannten Living Atlas und kann auch hier diese Deep Learning Packages nutzen und mir sie jetzt zum Beispiel hier direkt herunterladen in mein Verzeichnis. Ich habe auch in diesem Living Atlas Landsat 8 Daten. Ich muss gar nicht mehr gucken, wo ich diese Landsat 8 Daten herunterladen kann. Ich kann direkt von einem Service Gebrauch machen, der alle Landsat 8 Daten der letzten Jahre beinhaltet. Und dieses Bild, was Sie jetzt hier vor sich sehen, ist bereits dieser Landsat 8 Service. Es ist also tatsächlich ein Dienst, den Esri zur Verfügung stellt. Und mit diesem Dienst kann ich direkt nutzen, um dieses Deep Learning Package in Wert zu setzen. Dafür gibt es verschiedene Tools, um mit Deep Learning Methoden oder Modellen zu arbeiten. Wir haben hier eine neue Toolbox, die Image Analyst Tools und darunter eben diese Deep Learning Werkzeuge, die freigeschaltet sind, wenn man eben diese Extension hat. Und da kann man zum Beispiel eben Pixel mit einem Deep Learning Modell klassifizieren. Das Eingangsraster wäre also jetzt hier der Landsat Service. Das Ausgaberaster müsste ich jetzt hier auch noch festlegen. Und dann gehe ich jetzt hier konkret eben auf dieses Modell, was ich mir heruntergeladen habe. Das wäre also dieses hier. Und dann kann ich eben dieses Tool starten. Und natürlich muss ich mich auch für eine gewisse Ausdehnung entscheiden. Sonst würde hier auf dem gesamten Service, also weltweit, versucht werden, dieses Deep Learning Modell anzuwenden. Ich habe es jetzt mal auf diese Ausdehnungserscheinung gemacht. Und das Ergebnis war doch erstaunlich gut. Sie sehen also hier im Großraum München werden die urbanen Strukturen sehr schön erkannt. Auch die Gewässer sind eindeutig abgebildet. Sogar die Isar lässt sich hier auf diesem doch recht groben Satellitenbilddaten gut erkennen und nachfolgen. Auch die Waldstrukturen und die Agrarstrukturen im Norden eher von Ackerbau, im Süden eher von Grünland geprägt, sind gut klassifiziert worden. Es ist ganz erstaunlich, dass man solche
Packages auf ganz verschiedene Arten von Bilddaten, auch wenn sie unter dem Mantel Landsat 8 firmieren, anwenden kann. Ja, Sie sind herzlich eingeladen, diese Packages auszuprobieren, sofern Sie einen Image Analyst haben. Sie können sich aber auch eine Trial-Version von ArcGIS Pro besorgen, um mit diesen Image Analyst Versuche zu machen. Damit wären wir mit den Demos jetzt am Ende und ich komme nochmal auf die Folien zurück. Hier würde ich gerne nochmal einen kurzen Hinweis auf verschiedene Ressourcen geben. Die Folien werden Ihnen im Nachgang ja auch bereitgestellt, sodass Sie sich diese einzelnen Links nochmal genauer anschauen können. Sie haben wirklich sehr, sehr viel Material auf den ESRI-Seiten. Das fängt an bei Lektionen mit sehr realistischen Fragestellungen, die man nachstellen und nachklicken kann. Es gibt eine ausgeprägt starke Community auf GeoNet, wo viele Informationen bereitgestellt werden. Wir haben einen Blog auf den Seiten von ESRI Deutschland und auch bei ESRI Inc. zu dem Thema Imagery. Bei ESRI Academy haben Kunden kostenfreie Kurse. Und dann sei auch noch der Hinweis gestartet, dass wir nächstes Jahr im April auch eine Schulung anbieten in Leipzig, für die Sie sich auch anmelden können. Ja, Baldur, haben wir Fragen bekommen? Haben wir überhaupt noch Zeit, um Fragen beantworten zu können? Ich würde sagen, wir beantworten die Fragen, die eingegangen sind, auf jeden Fall. Vielen Dank, Ralf. Fand ich sehr eindrucksvoll. Ja, Thema Imagery, da stellt sich für mich die Frage und auch für einen unserer Teilnehmer, das sind ja häufig doch gewaltige Datenmengen und dahin geht die erste Frage, die wir haben, wie ist die Stabilität der ArcGIS Pro-Umgebung bei großen Datenmengen? Ich gehe jetzt mal intuitiv davon aus, dass die relativ gut prozessiert werden können, aber das musst du bitte beantworten. Also was die Visualisierung angeht, kennen Sie vielleicht ja die verschiedenen Techniken, die auch in ArcMap schon vorhanden waren, mit Pyramiden zu arbeiten, beim Mosaic-Dataset mit sogenannten Übersichtslayern, um performant ein Bild in dem richtigen Maßstab dann auch liefern zu können. Das ist eigentlich weniger das Problem. Wenn ich allerdings natürlich große Bilddatenmenge wie ganze Bundesländer verarbeiten will, wie zum Beispiel mit so einem Deep Learning Modell, wie wir es eben gerade gesehen haben, dann muss man sich schon auf Hardware-Seite entsprechend ausrüsten. Gerade im Bereich Deep Learning spielt auch der Grafikprozessor eine große Rolle, dem da viel Arbeit anvertraut wird. Danke. Bezüglich des Deep Learning Tools, was du gerade verwendet hast, auf den Landsat-Daten war die Frage spontan gekommen. Wie lange hat das jetzt gedauert, da für den Großraum München die Visualisierung zu machen? Das ist eine gute Frage. Also bei meinem Rechner, der allerdings keinen besonders starken Grafikprozessor hat, hat dieser Ausschnitt 12 Minuten gedauert. Weitergehende Tests haben wir aber auch noch nicht gemacht. Wir sind erstmal relativ klein gestartet, waren jetzt zuletzt eben bei diesem Ausschnitt und können daher noch nicht so allzu viel dazu sagen. Aber der Ausschnitt, den Sie gesehen haben, das hat 12 Minuten gedauert. Das Prozesslastige im Bereich Deep Learning ist auch tatsächlich das Modellieren des Modells. Und in dem Fall haben wir das Modell eben schon und deswegen ist der Prozess nicht mehr ganz so intensiv. Out of the box nutzbar. Für weitere Fragen zur Funktionalität und dem heute Erläuterten hat Ralf Schütterling ja schon auf die verschiedenen Quellen hingewiesen. Ich habe hier nochmal zentral den Link gepostet in der ArcGIS Pro Hilfe. Ralf, vielleicht noch eine abschließende Frage von mir. Es tut sich ja wahnsinnig viel in ArcGIS Pro. Ich nehme an, auch beim Thema Imagery. Ist da schon so ein bisschen der Blick nach vorne möglich zu sagen, was da auf der Roadmap vielleicht Anfang kommenden Jahres noch kommen wird? Also wir können eigentlich immer beobachten in den letzten Versionen von ArcGIS Pro, dass es immer Neuerungen gibt und zwar natürlich Verbesserungen in den einzelnen Bereichen. Es werden auch ständig wieder neue Satellitensensoren, die eben auf den Markt kommen, weiter unterstützt auf sehr spezielle Art und Weise, dass eben den Kunden auch immer die aktuellen Daten komfortabel zur Verfügung stehen und
die auch genutzt werden können. Dann haben wir aber auch in diesem Deep Learning-Bereich ständig Neuerungen, die möglicherweise sogar außerhalb des Produktreleases stattfinden, wie wir es jetzt an dem Beispiel der Packages auf ArcGIS Online gesehen haben, auf dem Living Atlas gesehen haben. Also das sind immer ständig Verbesserungen in den bestehenden Funktionalitäten zu erwarten. Aber was ein ganz, ganz spannendes Thema wird, wo ich selber wirklich auch gespannt drauf bin, wie es konkret dann aussehen wird, ist die Integration von der N-Frames-Technologie. Wie Sie vielleicht wissen, hat Esri vor einigen Monaten die Firma N-Frames übernommen. Und hier wird ganz viel Technologie auch in ArcGIS Pro im Laufe des nächsten Jahres einfließen. Das betrifft vor allem die Auto-Mapping-Funktionalität, das heißt die Erzeugung aus vielleicht 3D-realistischen Modellen aus solchen Bilddaten heraus, auch in ganz großen Umgebungen, vielleicht sogar stadtlandweise. Da bin ich ganz gespannt, wie das aussehen wird. N-Frames bietet hier fantastische Möglichkeiten und wenn wir die dann auch in ArcGIS sehen, dann ist das eine großartige Sache. Super, darauf bin ich auch gespannt, wie Sie vielleicht auch gehört haben. Ist ab sofort N-Frames ein Research- und Development-Zentrum von Esri in Deutschland, in Stuttgart. Also da können wir noch auf einige spannende Neuigkeiten warten. Ich danke an dieser Stelle für deinen Beitrag, Ralf, und hoffe, Sie haben viele Informationen mitgenommen. Sollten Sie eines der vergangenen Webinare verpasst haben, haben Sie die Möglichkeit, diese Aufzeichnung sich noch anzuschauen. Auf dem ArcGIS-Blog gibt es einen Artikel, der dort alles zusammenfasst. Des Weiteren auf unserem YouTube-Kanal. Auch die heutige Session wurde natürlich aufgezeichnet und wird Ihnen im Nachgang zusammen mit den Folien noch zur Verfügung gestellt. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.